Willkommen zurück zu Genau Richtig, FIFA Let's Play FIFA 16. Ja, ich habe ein bisschen umgestellt, nicht viel, aber halt ein bisschen. Die Mannschaft ist halt jetzt nur von der Bank auf das Feld und andersrum. Ja, der eine oder andere Spieler hat leider keinen Vertrag mehr. Da müssen wir jetzt deswegen ja entweder neue Verträge holen und oder ja Spieler austauschen. Hatte ich ja schon öfter erwähnt. Deswegen gibt es ja diese Challenge und wir haben ja nicht, das ist ja hier kein Zuckerschleck. So, wir spielen jetzt in der nächsten Zeit erstmal gegen zwei dänische Clubs wieder. Und ja, wie im letzten Mal gefragt, frage ich heute wieder auch nochmal das Einzelspiel. Der Einzelspieler-Modus beim Draft-Modus hatte ich ja vor, offline zu machen. Ja, weil online weiß ich nicht. Auf jeden Fall, wie wir das machen, ob wir das per ich such aus oder ob es per Würfeln sein sollte. Ich glaube, eine Würfel-Challenge, glaube ich, das wäre richtig heftig, aber nun gut. Wir spielen als nächstes gegen Isbjerg, hatte ich ja schon gesagt. Einen dänischen Club, der ja einige Jahre in der zweiten Liga war, sich dann in die erste Liga wieder hochgespielt hat, Pokalsieg gehabt hatte, dadurch in die Europa League gekommen ist und in der Europa League enorm weit gekommen war. Also, das Team darf man nicht unterschätzen. Wirklich nicht. Andersrum, ja, es ist ein Dauerabstiegsaspirant. Also, man darf sie jetzt auch nicht zu hoch jubeln. Ich habe selbst mal ein Heimspiel von Isbjerg gesehen. Das Stadion sieht nicht so aus. Das Stadion sieht nicht so aus. Das kannst du jetzt auch nicht tauschen. Das Stadion sieht nicht so aus. Das, ja, könnt ihr bei Google Earth, glaube ich, gucken. Auf jeden Fall sieht es anders aus. So, ja, im Endeffekt zwei große Haupttribünen auf der Vorder- und auf der Rückseite. Ja, und sonst so kleinere Tribünen. Kleinere Tribünen, genau, kleinere. Auf jeden Fall, damals habe ich mir das Spiel zwischen Isbjerg und Odense angeschaut. In Isbjerg. Wie ich denn dazu gekommen bin, im Endeffekt habe ich da in der Nähe Urlaub gemacht. Mit meinen Eltern noch, also dementsprechend. Und es war halt, es gab halt dann mal die Möglichkeit, zu einem Ligaspiel der dänischen Liga zu schauen, vorbeizuschauen. Und dann gab es dieses Spiel und da haben wir einfach vorbeigefahren. Das waren Zeiten noch. Aber komm, das ist jetzt eine andere Sache. Wir spielen jetzt in Isbjerg. Ja, mit Cavani hier gerade. Müssen wir einfach mal gucken, dann im nächsten Teil, wie wir das machen. Denn da haben wir ja einige andere Spieler auch schon aussortiert, die ja ebenfalls durch diese Verträge wegfallen. Normalerweise hatte ich ja, im letzten Monat hatten wir das ja so gemacht, dass wir dann die Verträge einfach verlängert haben. In diesem Monat ist es ja nicht der Fall, weil wir ja dieses Mal keine Silber-Challenges haben. Und dementsprechend dann auch mal wieder ein bisschen sparen. Ein bisschen sparen für den Notgroschen später, den wir irgendwie irgendwann mal gebrauchen können. Irgendwie so. So, Cavani hat alle eingenetzt, ne? Ich bin eigentlich relativ zufrieden. Platz 4 ist in Ordnung. Let's play Big Boss auf 1. Und mitgemacht haben 14. So, wir spielen hier zu Gast. In Dänemark. Ja. Ja, Europa League. Das war eine riesen Überraschung für viele. Auch in den dänischen Medien. Ein Team, was im Endeffekt eigentlich durchgehend gegen den Abstieg spielt, spielt urplötzlich Europa League und spielt urplötzlich eine wichtige Rolle Europas. Als einziger dänischer Club in der K.O.-Phase gelandet und tada, urplötzlich hieß es Jubel und die können ja noch was erreichen, sind dann ausgeschieden. Oh, das haben auch, hat auch jetzt ehrlich gesagt kaum jemand anders erwartet. Schiedsrichter ist heute aus Deutschland, der, ehrlich gesagt, einzig ordentliche Schiedsrichter aus Deutschland. Die anderen sind ja eher so, ja, ne, muss man jetzt so oder so sehen. So, klassisch mit 4-4-2-Taktik. Also, normalerweise, wie ihr das jetzt bislang in dieser Liga gesehen habt, unüblich. Normalerweise spielt man nicht mit 4-4-2, aber die spielen mit 4-4-2. Auch nicht seit jetzt Jahrzehnten spielen sie so, sondern immer mal wieder so, mal so, mal so.
Gibt halt auch so welche Teams. Und heute dementsprechend lassen wir unsere Team heute in grün auflaufen, der Gegner in blau. Heute alles andere als ein Sieg wäre eine Schande. Und dementsprechend sollten wir heute auch reagieren. So, heute also mindestens ein Tor sollte da sein. Wir haben in den letzten Spielen ja eigentlich auf Unentschieden gespielt. Heute sollte es nicht auf Unentschieden laufen, weil dann hätten wir ein kleines Problem. Dann würde nämlich die Taktik nicht aufgehen, die ich ja schon vorausgekündigt habe. Was war das denn? Ich bin auch ehrlich gesagt davon ausgegangen, dass der den jetzt kriegt. Die Taktik ist eigentlich im Endeffekt heute 3 Punkte, im nächsten Spiel 3 Punkte und dann den Aufstieg damit, den Titel und den Aufstieg und damit die Liga gewinnen. Und die wichtigen Coins holen, die eventuell dann für wichtige Packs sind, eventuell sogar für ein Gold-Pack, was ich echt schon am Überlegen war, wann wir uns das holen, weil theoretisch für das Preisgeld kannst du dir schon fast ein Gold-Pack holen, aber eben halt nur fast, da müssen wir noch ein bisschen Coins kriegen, aber ich denke mal, alleine die Coins, oh, schön, die wir jetzt in diesen beiden Spielen kriegen sollten, sollte dann schon dann reichen. So, also heute Sieg, alles andere wäre eine Schande. Ecke. Oder auch nicht Ecke. Oder was ist jetzt los? Ich habe keine Ahnung. Weiß jetzt wirklich nicht, was los ist. können wir Hauptmenü? Können wir auch nicht. Schön. Schön, schön, schön. Schön. Ich weiß jetzt nicht, wie dieses Spiel ausgegangen ist oder ob es ausgegangen ist oder was weiß ich. Wir sehen uns gleich wieder, wenn ich wieder da bin, wenn das Spiel wieder angepfiffen ist oder, nee, davor. Davor, wie viel? Sozusagen, als ob wir den Teil neu beginnen. Bis gleich. So, da sind wir wieder zurück. Ja, im Endeffekt, irgendwie will jetzt meine ganze Technik nicht mehr. Anscheinend beginnt es irgendwie jetzt gerade richtig kritisch zu werden. Gott sei Dank habe ich das noch sehr früh gemerkt, ne? Weil ich ja Gott sei Dank immer mal wieder zwischendurch immer mal hier gucke, ob alle Aufnahmen laufen. Was habe ich eben erzählt? Also, bevor das hier alles war und alles Mögliche. Ich habe im Endeffekt erzählt, die Verträge ganz klassisch, alle ein Minus und Ergebnis im Endeffekt 0-0 geblieben. Das haben wir alles schon hier gesehen. Aufstellung hat sich ein bisschen geändert, nicht gegenüber der nicht Isbirks Aufstellung, sondern unsere Aufstellung, denn ich habe auf die Verteidigerposition, auf der linken Verteidigerposition sowie in der Innenverteidigung was geändert, denn die Verträge sind ausgelaufen, die sind auf Null. Da habe ich noch gesagt, das ist ja alles totaler Shit und da kann man, ne? Dementsprechend jetzt die Nummer 12 wieder hinten dabei und Collins mit der 66er Spielerstärke, die sind beide jetzt gesetzt da hinten, weil was wollen wir denn machen? So, also, nächster Versuch. Ich hatte auch eben erwähnt, bevor die Aufnahme gesagt hat, nee, irgendwie nicht, habe ich auch erwähnt, dass momentan anscheinend entweder bei Ultimate Team jetzt gerade ein Fehler vorliegt oder hier bei der Konsole. Wenn hier bei der Konsole ein Fehler vorliegt, dann habe ich ein kleines, großes Problem. Andersrum, naja. Das lässt sich hoffentlich alles beheben. So, und ja. Eben habt ihr auch mitgekriegt. Eigentlich wollte ich im Endeffekt weitermachen. Im Sinne von, wir machen einfach weiter. Im Sinne von, wir spielen einfach. Oder gucken erstmal, ob das Spiel jetzt nur grundsätzlich stehen geblieben ist. Oder ob die Konsole stehen geblieben ist. Und im Endeffekt war es dann später die Konsole, die stehen geblieben ist. Weil selbst die PlayStation-Taste nur schwer funktioniert hat. Beim Ausmachen hat er auch gesagt, also ausmachen kannst du mich gar nicht. Also kannst du knicken. Das kannst du nicht. Ich kann's knicken. So, wir sind wieder in der 7. Minute. Wir sind jetzt wieder da, wo es ungefähr war. So, faul. So, gelb. Nach 9 Minuten. Eben vorhin hatten wir ähnliche Situationen. Nach 9 Minuten hat er gesagt nein. Gucken wir mal, ob das jetzt der Fall ist. Zumindest bewegen sich die Spieler. Das ist schon mal etwas. Ja. Na, da bin ich mal gespannt. Es wäre bitter. 0-0 nach, weiß ich nicht,
Ja, danke schön. Nach 9 Minuten. Na, ihr wisst Bescheid. Weiß ich nicht, diskutieren da noch eine Runde und schnacken noch ein bisschen. Nach 9 Minuten gelb. Und jetzt sind wir in der 13. Minute. So schnell geht das. Und das ganz ohne Cut ist, ich fasse es nicht. Also, ja, wie am Anfang erwähnt, Ziel ist es eigentlich zu gewinnen, alles andere ist eine Schande. Aber ehrlich gesagt, mit so welchen Voraussetzungen heute zu beginnen, dann weiß ich auch nicht. So, dafür gibt es die nächste Karte, ich freue mich. Ja, für Collins Gelb, wie gesagt, also mit so welchen Situationen dann jetzt so umzugehen, ist jetzt natürlich auch noch eine Sache, ne? Also ich würde mal sagen, 1 zu 0 reicht uns. Vielleicht, maybe. Mir würde, glaube ich, ein 1 zu 0 jetzt wirklich reichen. Nur am Anfang des Teils habe ich gedacht, oh ja, 2-0, 3-0 wäre schon gut. Aber ich glaube, mit so einer Vorsituation, die wir jetzt hatten, reicht ein 1 zu 0. Dass wir jetzt erzielen, jawohl, 1 zu 0! Durch Miele! Die Nummer 4 trifft! 21. Spielminute, Führung! Ja, Torhymne ist nicht, weil ja, wir spielen in Eastbjerg. Und wir führen! Und sogar alle Aufnahmen laufen. Ich bin begeistert. Es läuft alles! Es läuft wieder alles. 1 zu 0. Und jetzt müssen wir das einfach nur noch laufen lassen. Eben nicht ausschnaufen, sondern laufen lassen. Ne? Schön raus, der Schnodder. So, vielleicht auch der Frust einfach mal raus. Einfach mal raus, das Ding. Einfach mal raus, das Ding. Siehste! Na, einfach mal lass es raus. Einfach mal reingedonnert, musst du ja jetzt nicht irgendwie hochglanzvoll machen. Hier sehen wir sehr viel. Musst du nicht hochglanzvoll machen, reicht doch so. 2-0 jetzt, ja, im Endeffekt, ich will es jetzt nicht beschreien, weil wir haben es schon heute erlebt. Im Endeffekt können jetzt eigentlich nur noch wenige Sachen uns hier hindern, das Ding hier noch zu gewinnen. Siehe einen Stillstand der PlayStation, den habe ich immer nicht erwähnt, ne? Merke ich gerade. Also ich habe immer nur mal die Telekom beschimpft. So von wegen, ja, wenn die Leitung dann nicht steht und dies, das, Ananas, dann haben wir keine Chance. Oder ein Stromausfall. Ja, die beiden habe ich immer benannt, aber die PlayStation habe ich nie benannt. Ich bin immer davon ausgegangen, weil im Endeffekt, die lief immer einwandfrei. Und jetzt urplötzlich, ja, es kann einfach auch, weiß ich nicht, ich kann nicht sagen, an was es liegen könnte. Vielleicht ist sie zu voll. Ich weiß es nicht, obwohl unwahrscheinlich. Freistoß, Eckball. Freistoß ist richtig. Ecke. Ecke kommt gut. Ecke geht gut. Ah, kein Foul, Gott sei Dank nicht. So, Dankeschön. Geht klar am Tor vorbei. Ja, aber unser Keeper, der springt auch ganz komisch wieder auf. Da. Der fliegt eigentlich. Der fliegt eigentlich. Unser Südkoreaner fliegt eigentlich. Ach Mann, ey. Immer mal wieder gerne gesehen bei FIFA. FIFA-Fehler. Der Torwart im Endeffekt kommt da auf dem Boden auf, aber er fliegt. Ist schön. Wie das jetzt hier gerade. Was war das denn? Also ist dieses Spiel jetzt gerade so viel vollgebackt, das gibt es nicht. Also wenn ich wirklich den Titel, also wenn ich jetzt wirklich titeln müsste, wäre das heute hier Pleiten, Pech und Pannen und Bugs. Pleiten, Pech und Pannen und Bugs. Es ist unglaublich. So wie der Ball da so komisch rumspringt, als ob wir hier auf einem Gummirasen spielen. Es ist unfassbar. Nächstes Foul. Es ist völlig unfassbar, was wir hier erleben. Ey, Gott, ey.
Ich glaube, danach lasse ich diese PlayStation erstmal ein paar Updates machen, weil das ist ja wirklich alles sehr skurril. Also im letzten Spiel haben wir nicht so skurriles gesehen. Aber heute, du, das ist ja unglaublich. Fletcher. Ja, schade. Ja, hat noch nicht die Eckballmöglichkeit gehabt, der Fletcher. Aber Cavani. Schade. Gucken wir uns das auch nochmal an aus der Situation. Ja, theoretisch hätte es abspielen können, aber schaut euch mal an, wie der Ball weggesprungen ist. Kann der das so? Ich weiß es nicht. 67% Ballbesitz. Der Ballbesitztaktik funktioniert und ich weiß nicht, was da hier los ist. Ich weiß es wirklich nicht. Es ist ein kurioses Spiel. Es ist ein Spiel, was im Endeffekt wahrscheinlich wirklich irgendwie in die Highlights dieses Kanals gelangen. Also, es ist nur Izmir. Es ist jetzt nicht irgendwie Real Madrid oder Barcelona oder Chelsea London oder Bayern München oder Juventus Turin oder Manchester City oder sonst was. Nein, es ist Izmir. Es ist unglaublich, was wir hier heute erleben. Ein wahres Highlight. Ne? Da habt ihr nochmal Glück, dass ihr heute eingeschaltet habt. Vielleicht ist das Ergebnis nicht so das Highlight, aber hey, das Spiel ist toll. Weil hier heute Skurriles denn je passiert. Bälle springen wie Flummis hier durch die Gegend. Torhüter fliegen im Endeffekt, obwohl sie nicht fliegen. Wir kriegen 5 Minuten Nachspielzeit. Auch nicht gerade oft, aber wahrscheinlich lag es daran, an diesem komischen Foul, was wir am Anfang der Partie hatten, mit dem, ja, weiß ich nicht, minutenlang. Wir gucken einfach mal, was passiert. Jo. Man erlebt ja nicht sowas jeden Tag, ne? Ja, Ballabnahme hätten wir anders machen können, fast schon müssen, aber komm. Dafür gibt es nächstes Foul. Ich denke mal, dafür gibt es auch Gelb. Jawohl, das ist aber auch in Ordnung. Fletcher kriegt Gelb. Dafür, das darfst du nicht machen. Dann zieht er erst am Arm und dann checkt er ihn um. Das darfst du nicht machen. Natürlich als Schotte, ja, es ist ein anderes Ding. Aber, das darfst du einfach nicht machen. Nee, nee. Halbzeit! Wir führen 2 zu 0 bei einem sehr skurrilen Spiel. Wir gucken einfach mal, was die zweiten 45 Minuten denn für uns im Petto haben. Ich persönlich hoffe jetzt nichts Schlimmes, weil das, ey, das würde ich nicht lebend hier überleben. Und damit willkommen zur zweiten Halbzeit. Ach ja. Ich glaube, wenn ich wirklich ernsthaft Werbung schalten würde, würde ich dann immer hier zur Halbzeit Werbung schalten. Einfach, dass die zwei, dass ihr wisst, oh, jetzt ist Halbzeit. Ich glaube, bei Verlängerungsspielen würde ich dann dementsprechend viel Werbung schalten. Aber es ist ja eine andere Sache. So, Cavani kriegt den Ball. So, dann möchte jetzt Cavani den Ball auch haben, aber den kriegt er nicht, weil er den dem abgenommen kriegt. Ja. So, wir müssen dieses Spiel in irgendwie ein ordentliches Spiel wieder ummünzen. In ein nicht albernes Spiel. Fletcher. Ja, gute Flanke und es gibt Ecke. Ecke Fletcher, das möchte ich nicht. Schütze wechseln. Da, 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 da. Machen wir Schirkow. Ecke Schirkow. Dann steht Fletcher wieder da schön bereit. Ich glaube, da steht er da vorne. Ah, schade. Das war Collins. Ja, eigentlich soll der rüber wandern, der Ball, aber passt schon. Wir führen hier 2-0. Wie gesagt, solange wir die 3 Punkte irgendwie nach Hause holen, das ist das völlig, völlig Wurst wie. Auch wenn wir in der ersten Halbzeit hier aller Highlight erlebt haben. Das ist wahrscheinlich eher so eine trockene zweite Halbzeit. Halbzeit zum Wegschalten. Er schaltet bloß nicht weg. Obwohl, wenn ihr wegschaltet, ist es auch nicht so schlimm. Also, ihr könnt ja vorskripten auf das Ergebnis. Wenn ihr dann da seht, oh, Izmir gewinnt noch 5 zu 4, 5 zu 2, dann wisst ihr ganz genau, dass irgendwas schiefgelaufen ist. Dann müsst ihr doch wieder hierher zurück. Und ich glaube, das wollt ihr nicht. Nee, nee.
So, weil 5 zu 2, das wäre extrem bitter. Was macht der Verteidiger da? Ja, das war abseits. Hätte ich jetzt nicht so ganz so gesehen. Den Ball, ja, okay, beide im Abseits. Ja, ja. Obwohl, nein, gar nicht. Überhaupt nicht. Die Abseitslinie ist die falsche, denn unten stand da noch jemand, der das Abseits eigentlich aufgehoben hat. Wechsel im Sturm. Eigentlich hat er die Abseitssituation dann von da hinten wieder aufgehoben. Und dementsprechend. Oh je. So, dann gucken wir mal. Die stehen sehr weit vorne, die Westdänen. Weil sie wahrscheinlich darauf warten, dass wir hinkommen. Aber wir spielen ja nicht auf Pressing, sondern eher auf Ballbesitz, wobei in der zweiten Halbzeit sieht das wieder mal ganz anders aus. So, Fletcher. Der steht auch wieder im Abseits, unser Cissé. Spielen wir trotzdem an. Cissé mit der Chance und dem Elfmeter. So darfst du einem Cissé doch nicht den Ball abnehmen. So nicht, Wechsel. Der Spieler wird, glaube ich, auch direkt ausgewechselt, der dafür schuldig ist. Nielsen kommt nun ins Spiel. Cavani darf seinen nächsten Schuss abgeben. Cavani, danke. 3-0. Das hat er souverän gemacht. Ich fand, das war gut. Das war sehr gut. Cavani, souverän, Einwand. 3-0. Der eine oder andere wird dieses Spiel wahrscheinlich echt als müde und todeslangweilig empfinden. Aber komm, das ist schon so okay. 70 Minuten gespielt. Wir führen hier souverän. Also, das Ding ist gelaufen. Aber wir dürfen auch eigentlich theoretisch nicht zu sehr in die Zweikämpfe gehen, obwohl theoretisch schon. Ich glaube, Fletcher hat eh oder eh nur noch einen Vertrag. Und wir müssen ja dann den ein oder anderen Akteur hier austauschen im nächsten Spiel. Wenn wir neue Stürmer haben. Aber weiß ich noch nicht, welchen Stürmer denn da vorne hinsetzen. Volland wird auch sein letztes Spiel haben. War kein Abseits von Cavani. Ah. Natürlich hätten wir jetzt versuchen können, durchzudribbeln. Aber nö, 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 nö. Mensah. Nur verliert den Ball. Sehr schön. Und jetzt kontern wir den Gegner wieder aus. Warum auch immer der sich so komisch löst. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht. Ich bin völlig ratlos. Auch in dieser heutigen gesamten Partie bin ich völlig ratlos, was hier überhaupt passiert. Ja, sieht man nicht oft, sagen wir es so. Hört man nicht oft, sieht man nicht oft, dass es heute echt so ein ganz konfuses Ding ist. Wie der Ball hier so ganz komisch, die irgendwie fast die an jedem irgendwie hier verspringt. Also das ist ja echt grausam, ist das. Gott sei Dank verspringt den auch unseren Gegnern den Ball mal. Okay, das war noch ein anderer Spieler. Ich dachte ehrlich gesagt, oh ja, Ball geht da schon hin. Wird schon passen. Ah, Cavani, nee. Der sollte den Handy nicht so weit vorlegen. Na, da sollten wir auch nicht zu brutal in den Zweikampf gehen. Na, schlechte Ablage. So, 4 Minuten sind es noch. 3-0. Was sagt ihr dazu? Also nicht zum Ergebnis her, sondern zum Spiel her. Zweite Halbzeit, ja, die klassische zweite Halbzeit halt. Die wir immer mal wieder gerne spielen, wenn wir führen. Jetzt nicht so
aggressiv nach vorne spielend, sondern eher abwartend, eher guckend, na, klappt da noch was. Und auch ein bisschen risikoreicher. So, 90. Minute. Letzte Chance für die Heimmannschaft. Sie wird nicht genutzt. Wir haben 3-0 gewonnen. Ein denkwürdiges Spiel, wenn man das so sagen darf. Ja, und für die, die vorgeskriptet haben, ja, Isbjerg hat nicht 5-2 gewonnen, sondern wir 3-0. Finde ich auch okay. So, Spieler des Tages ist Miele auf der im Mittelfeld. Ist auch in Ordnung. Also, der hat ein gutes Spiel abgeliefert. Das darf man nicht vergessen. Und jo. Damit haben wir wichtige 3 Punkte. Die vielleicht vorletzten 3 Punkte. Denn im nächsten Spiel, wenn wir das gewinnen, ja, dann ist der Titel drin. Und dann können wir auf jeden Fall sagen, alles richtig gemacht. Und damit sehen wir uns zum nächsten Mal wieder. Wenn ihr mögt, schaltet ein. Wenn nicht, kann ich niemanden dazu zwingen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.